Die deutschen Gesetze sind streng, auch dann, wenn es um Sozialleistungen geht. Wenn diese Regelungen dann aber mit aller Härte durchgesetzt werden, dann trifft es natürlich vor allem die Schwächsten in der Gesellschaft. Wir haben von einem ganz besonders schwierigen Fall in Stralsund erfahren. Dort ist in der vergangenen Woche eine junge Mutter obdachlos geworden. Hilfe vom Amt? Fehlanzeige. Also sind wir der Sache nachgegangen. Saskia Koller ist 23 Jahre alt und alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Ein Trauma begleitet die junge Frau. Als Kind wurde sie von ihrem eigenen Vater jahrelang vergewaltigt. Schwere seelische Erkrankungen waren die Folge. Arbeiten kann sie nicht, sie ist schwerbehindert, bekommt eine Opferentschädigungsrente und lebt von Hartz IV. Im Juli 2009 aber fand die Arge Bankkonten, die Saskia Koller nicht angegeben hatte. Die Beamten vermuteten Betrug und stoppten sofort alle Leistungen. Daraufhin erlitt die Frau einen Nervenzusammenbruch. Ihr Sozialbetreuer nahm die beiden Kinder auf, als sie in die Psychiatrie musste. Die Kinder leben seitdem mit Wissen des Jugendamtes beim Betreuer. Saskia Koller konnte die Miete nicht mehr zahlen. Ihre Wohnung wurde zum 1. Februar gekündigt. Seitdem muss sie sehen, wo sie jede Nacht unterkommt. Tja, ich stehe auf der Straße, ich habe gar nichts mehr. Meine Kinder lasse ich hier. Die werden hier von Herrn Schulze betreut. Herr Schulze kriegt auch das Kindergeld und den Unterhaltsvorschuss von den Kindern. Aber ich schätze mal, dadurch, dass ich obdachlos bin, wird er jetzt auch wieder eingestellt. Das heißt, den Kindern bleibt dann nur noch das Kindergeld. Von dem bisschen, was ich an Rente kriege, kann man keine Miete zahlen, keinen Strom zahlen, weil es von dort hinten nicht reicht. Die Recherche zu den Konten war schwierig, weil sie sich wegen der früheren Wohnsitze der Frau in mehreren Städten befinden. Inzwischen steht fest, auf den Konten waren zwischen 1 und 3 Euro. Es sind Konten aufgetaucht, die ich als Betreuer auch nicht kannte. Ich habe von Frau Koller damals selbst nur einige Auszüge von den Dokumenten gehabt. Wir mussten uns also mühsam durch alles durcharbeiten. Doch ein einziges Konto in Dortmund ist noch ungeklärt, vermutlich von ihren Eltern vor Jahren angelegt. Kontostand knapp 3 Euro, aber sie kennt es nicht. Ich kann nicht zu meinem Vater hingehen und sagen, so Papa, ich möchte die Kontoauszüge. Das geht nicht. Weil er mich jahrelang missbraucht hat als Kind. Die Bank gäbe telefonisch keine Auskünfte. Frau Koller solle selbst vorbeikommen. Für die Reise fehlt ihr das Geld. Die Arge aber braucht diese Kontoauszüge, sonst darf sie kein Hartz-IV-Geld auszahlen. So will es das Gesetz. Die Frau hat sich geweigert, Angaben zu machen. Die Frau hat einen Betreuer und die Frau hat einen Prozessbevollmächtigten, oder eine, die Frau Hüßmann. So, und die werden ja wohl wissen, was in so einer Angelegenheit zu tun ist. Und warum werden weder durch den Betreuer noch durch die Prozessbevollmächtigte einige einfache Angaben gemacht, die unter Umständen dazu geführt hätten, dass wir sofort weitergezahlt hätten. Auch wenn heute entsprechende Nachweise eingereicht werden, dann wird die Arge entscheiden, ob für die Vergangenheit Leistungen zu erbringen sind und wird gegebenenfalls auch die Leistungen auch wieder für die Zukunft aufnehmen. Auch die Hansestadt verschanzt sich hinter dem Gesetz. Die Frau sei selbst schuld an ihrem Wohnungsverlust. Also Frau Koller ist zurzeit nicht obdachlos im rechtlichen Sinne. Sie ist jetzt in einer Situation des ungesicherten Wohnens. Das heißt, es liegt noch keine Räumungsklage vor. Das heißt, Saskia Koller hätte in ihrer Wohnung bleiben müssen, bis eine Räumungsklage vorliegt. Dann erst hätte die Stadt reagiert. Für die Anwältin der Frau nicht nachvollziehbar. Die Räumungsklage selbst, die wäre dann eben wieder für Frau Koller mit Kosten verbunden, weil aufgrund der offensichtlichen Aussichtslosigkeit eben keine Prozesskostenhilfe bewilligt worden wäre. Alle Ämter haben nach Recht und Gesetz gehandelt. Dennoch kein Geld, keine Wohnung. Saskia Koller steht vor dem Nichts. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Arge und das Jugendamt wegen Kindeswohlgefährdung. Der Unterhaltsvorschuss für die Kinder ist inzwischen tatsächlich gestrichen worden. Und das Jugendamt fordert sogar noch einen Betrag für Februar zurück. Das heißt, dieser Fall wird uns auf jeden Fall weiter beschäftigen.